Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, geehrte Brüder, verehrte Schwestern, ist der sogenannte Schicksalsglaube. Der Schicksalsglaube ist ein fester Bestandteil der islamischen Weltanschauung. Jeder akzeptiert den Schicksalsglaube, aber es gibt unterschiedliche Interpretationen von verschiedenen Richtungen, wie sie den Schicksalsglauben definieren oder verstehen. Die Denkschule der Ahlul Bayt, salamullahi alayhim, vertritt die Auslegung oder die Meinung, dass das Schicksal niemals den freien Willen des Menschen verneint. Es besteht kein Widerspruch darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen vorherbestimmt hat, ein Schicksal vorgesehen hat, aber der Mensch dennoch frei in seinem Handeln ist. Wir gehen nicht davon aus, dass das menschliche Handeln unveränderbar bestimmt ist. Gleichzeitig sagen wir auch, dass der Mensch nicht komplett losgelöst von Allah subhanahu wa ta'ala frei handeln kann. Ganz im Gegenteil, der freie Wille, den der Mensch besitzt, der stammt von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat es ihm gewährt, Allah hat es ihm verfügt und ermöglicht es ihm permanent und durchgehend. Wenn wir die Meinungen, die existieren, anhand eines Beispiels etwas veranschaulichen wollen, können wir sagen, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Roboter erschaffen. Diesen Roboter hat er programmiert, Verstand gegeben etc. und dann ihn völlig freigelassen. Er greift nicht mehr ein, er lässt ihn quasi alleine machen. Das ist eine Meinung, losgelöst von Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Meinung besagt, nein, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Roboter erschaffen, ihn programmiert und so programmiert, dass der Roboter gar nicht handeln kann. Allah lenkt ihn. Allah subhanahu wa ta'ala trifft alle Entscheidungen und Allah ist derjenige, der die Taten des Roboters ausführt. Das ist die zweite Meinung. Alaikum assalam. Die dritte Meinung besagt, nein, stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Roboter erschaffen, dem Roboter programmiert, Vernunft gegeben, Verstand gegeben und einen freien Willen auch eingegeben. Das heißt, er hat den Roboter so programmiert, dass der Roboter frei entscheiden kann. Allah hat ihm Vernunft gegeben, Erkenntnis gegeben, eine Entscheidungsfähigkeit gegeben und ihn dann nicht freigelassen, sondern versorgt ihn die ganze Zeit mit Strom. Das heißt, der Mensch in diesem Beispiel, wie jetzt der Roboter, hat einen freien Willen. Aber dieser freie Wille ist begrenzt in einem Rahmen, nämlich den, den Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat. Und er kann nicht einfach frei handeln jederzeit, sondern er bekommt die ganze Zeit Strom, wenn man das auf diesen Vergleich übertragen will, von Allah subhanahu wa ta'ala, also Leben. Das ist also eine Sache zwischen beiden Sachen. Weder das erste Beispiel, völlig losgelöst von Allah subhanahu wa ta'ala, noch das zweite Beispiel, völlig kontrolliert von Allah subhanahu wa ta'ala in der Entscheidung, dass nicht der Roboter derjenige ist, der entscheidet und der die Tat ausführt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, sondern in der Mitte zwischen beiden Sachen. Das ist das, was Imam al-Sadiq alayhi salam gesagt hat. Amrun bayna amrayn. Eine Sache zwischen den beiden Sachen. Der Imam salamullahi alayhi sagte also Amrun bayna al-amrayn. Eine Sache zwischen beiden Sachen. Die erste Sache ist die absolute Vorherbestimmung, dass der Mensch überhaupt gar keinen Einfluss mehr nehmen kann, keine Entscheidung hat. Der wahre Ausführer ist Allah subhanahu wa ta'ala direkt, auch bekannt unter dem Begriff Determinismus. Und die andere Sache ist die völlige Freiheit des Menschen, wie ein Roboter, den Allah einmal geschaffen hat und dann nicht mehr eingreift, einfach tun lässt. Imam al-Sadiq alayhi salam betont, wir glauben an eine Sache zwischen beiden Sachen. Der Mensch hat einen freien Willen, hat die Entscheidungsfreiheit, trägt Verantwortung für sich selbst und für sein Handeln. Gleichzeitig ermöglicht es ihm Allah subhanahu wa ta'ala und er ist jede Sekunde abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala in dem, was er tut. Schaut euch die Überlieferung an von Imam Rida alayhi salam. Imam Rida alayhi salam wurde gefragt, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Angelegenheiten den Dienern überlassen? فَوَّضَ الْأَمْرُ إِلَى الْعِبَادِ. Da sagte der Imam, Allahu a'azz min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ist erhabener als das, dass er einfach seine Macht quasi übergibt. Daraufhin fragte der Fragende, فَأَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِ. Also wenn er ihnen das nicht frei überlassen hat, hat er sie dann gezwungen, Sünden zu begehen? Auch da sagte der Imam entschlossen, Allahu subhanahu wa ta'ala a'dal wa ahkam min dhalik. Allah ist gerechter und weiser, als dass er seine Diener zu Sünden zwingt und sie dafür auch noch bestraft. Deswegen sagen wir,
Die Denkschule der Ahlul-Bayt versteht den Menschen nicht einfach nur als tatenlosen Zuschauer. Er guckt einfach, was in der Welt passiert, ohne eingreifen zu können. Er ist ein Beobachter des Geschehens. Nein, die Denkschule der Ahlul-Bayt versteht den Menschen als aktiven Part in seinem Leben, den Allah subhanahu wa ta'ala die Freiheit gewährt hat und die Möglichkeit gegeben hat, sein eigenes Schicksal mitzugestalten und mitzubestimmen. Deswegen heißt es in einer Überlieferung, die bekannt ist, dass Imam Ali salamullahi alayhi neben einer Wand saß oder an einer Wand saß, die ein bisschen geneigt war, also kurz davor war zu fallen oder die Gefahr bestand jedenfalls. Und dann ist Imam Ali alayhi salam aufgestanden zu einer anderen Wand. Dann sagte man zu ihm, fliehst du vor der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala? Fliehst du davon? Er sagte, nein, ich fliehe vom Schicksal Allahs zu seiner Bestimmung. Das heißt, hätte ich meine Vernunft nicht eingeschaltet, hätte ich nicht Gebrauch gemacht von meiner Denkfähigkeit und wäre dort trotz der Gefahr sitzen geblieben, dann wäre mein Schicksal was? Der Tod. Aber weil ich aufgestanden bin, und das Aufstehen selbst ist eine Ursache dafür, die Allah vorhergesehen hat, dass wenn du in diesem Moment aufstehst, ist dein Schicksal was anderes. Was bedeutet, dass du mit deinem Handeln, mit deinem Aufstehen, mit deiner Vernunft, mit deiner Entscheidung dein Schicksal zu einem gewissen Teil in der Hand hast. Deine Entscheidungen beeinflussen dein Schicksal. Konkret gesagt bedeutet das, dass wir davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unveränderbare Bestimmungen hat, wie zum Beispiel der Tod an sich. Niemand kann dem Tod entfliehen. Der Tod ist sicher und nicht mehr veränderbar. Und er hat veränderbare Bestimmungen, wie zum Beispiel Zeitpunkt des Todes. Wann stirbt ein Mensch? Also stell dir mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Menschen, ausgehend von seiner Weisheit etc., 40 Jahre gelassen. Sagen wir mal 70 Jahre. Aber diese veränderbaren Bestimmungen sind geknüpft an Bedingungen. Das heißt, er sagt in seiner Planung, wenn man das vergleichen möchte, ich plane für ihn 70 Jahre, wenn er jenes unterlässt und wenn er jenes tut, wenn er zum Beispiel die Familienbeziehungen pflegt, dann wird sein Leben verlängert. Wenn er jene Sünde macht, wird sein Leben verkürzt. Das heißt, die veränderbaren Bestimmungen, die veränderbaren Schicksalsbestimmungen von Allah subhanahu wa ta'ala sind geknüpft, sind mit einer Bedingung. Wenn du diese Bedingung erfüllst, dann. Wenn du jene Tat machst, dann. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran selber sagt. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala tilgt, was er will, wa yuthbit, und bestätigt, was er will. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dein Schicksal bestimmt, aber jeder Punkt von deinem Schicksal, wie zum Beispiel Krankheiten, Prüfungen, Lebensdauer, sind bedingt an bestimmten Handlungen. Zum Beispiel steht da, wenn er kein Dua macht, bekommt er Schicksal. Wenn er nicht spendet, bekommt er diese Prüfung. Wenn er spendet, wird das Schicksal aufgehoben. Yamhu. Er tilgt, was er will, wa yuthbit, und bestätigt, was er will. So bekommt der Mensch einen freien Willen. So kann der Mensch dann selber entscheiden, wie er sein Schicksal gestaltet. Und das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf die Mentalität des Menschen. Das Bewusstsein, dass ich mein Leben verändern kann. Trotz dessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Moment eingreifen kann und jeden Moment alles verändern kann. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So sagte zum Beispiel al-Imam al-Sadiq alayhi salam, inna du'a, das Bittgebet, yaruddu al-qada. Das Bittgebet wehrt Schicksalsbestimmungen ab, verändert Schicksalsbestimmungen. Das heißt, im natürlichen Prozess war zum Beispiel dein Schicksal, jene Prüfung, jene Plage, aber das Bittgebet, was du gelesen hast oder die gute Tat, die du in diesem Moment verrichtet hast, kann die ganze Planung ändern, die ganze Planung beeinflussen. Anders geht es auch nicht. Denn wenn wir sagen würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala bereits alles vorherbestimmt hat und du hast keinen freien Willen, dann logischerweise trägst du auch keine Verantwortung für deine Taten. Du kannst doch nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich gezwungen hat, diese Sünde zu begehen, und dann bestraft er dich dafür. Das ist ungerecht. Und Ungerechtigkeit ist nicht erlaubt für Allah subhanahu wa ta'ala im Sinne von, es entspricht nicht seiner Vollkommenheit. Es entspricht nicht seiner Vollkommenheit. Schaut, was unsere Imame gesagt haben. Von Imam al-Sadiq alayhi salam und Imam al-Baqir. Qala, das heißt, beide haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger als das. Dass er sie ein yajbura khalqahu ala dhunub thumma yu'adhibuhum alayha.
Er ist barmherziger als dass er seine Schöpfung zu Sünden zwingt und sie daraufhin bestraft. وَأَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدْ أَمْرًا فَلَا يَكُونَ. Und würdiger, als dass er quasi seine ganze Kraft übergeben hat an die Menschen und dann etwas will, aber es passiert nicht. Deswegen sagen die beiden Imamen, das, was wir glauben, ist eine Sache zwischen den beiden. Amrun bayna al-amrayn. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So sagt auch Imam Ali alayhi salam, wären die Menschen gezwungen und alles wäre schon bereits vorherbestimmt, ohne dass du etwas ändern kannst, la batala thawabu wal iqab wal amru wal nahi wal zajru min Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das der Fall wäre, dass Allah bereits alles vorherbestimmt hat, ohne dass du daran was ändern kannst, wären Belohnung, Bestrafung, Befehl, Verbot, Warnung, Drohung von Allah subhanahu wa ta'ala ungültig. Sein Versprechen, seine Warnungen würden verloren gehen, hätten gar keinen Sinn mehr. Es gäbe keinen Tadel mehr für den Sünder und keine Anerkennung mehr für den guten Menschen. Weil wenn du die gute Tat ausübst, weil Allah dich dazu zwingt, für was soll man dich loben? Du bist ja gar nicht der Täter, Allah hat es ausgeübt. Wenn man dich bestrafen möchte dafür, dass du gelogen hast, gestohlen hast, warum? Allah hat dich doch gezwungen. Wenn Allah uns, dann, wie Imam Ali gesagt hat, wenn du daran glaubst, dass alles vorherbestimmt ist und der Mensch keinen freien Willen hat, dann macht alles keinen Sinn mehr. Macht alles keinen Sinn mehr. Weder Bestrafung, noch Belohnung, noch Paradies, noch Hölle, alles ist ja vorherbestimmt. Ajabri, Ahsan, dann ist alles vorherbestimmt. Deswegen haben die Imamen das ganz klar verneint. Und ich denke, das braucht man auch gar nicht zu beweisen. Man braucht das gar nicht. Ich denke, das ist logisch. Man braucht gar nicht viel darüber zu reden. Es ist logisch und im Bewusstsein spüren wir selber, dass wir entscheiden können. Im Bewusstsein spüren wir, dass wir uns frei entscheiden können, zu gehen, zu atmen, jetzt aufzustehen, nicht aufzustehen. Das ist schon im Bewusstsein verankert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es doch so logisch ist und so logisch erscheint auch und im Koran auch fest verankert ist. Wer will, soll glauben. Wer nicht, der soll nicht glauben. Und zahlreiche Verse. Wieso hat sich dieser Glaube so fest verankert in der Ummah? Und hier kommen wir zu Ashura. Das waren die Umayyaden, die diesen Glauben vielleicht nicht gegründet haben, aber politisch instrumentalisiert haben und missbraucht haben für ihre eigene Macht. Weil das Beste, was einem Herrscher geschehen kann, ist, dass das Volk glaubt, das ist alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kann er machen, was er will. In der Zeit von Muawiyah gab es eine wirtschaftliche Krise. Und ihr wisst, wie die Umayyaden gelebt haben. Sie haben sich bereichert an der Gemeinschaftskasse der Muslime, haben gelebt wie Könige. Und die Menschen haben das gesehen und sie haben sie getadelt. Aber Muawiyah wollte den Tadel von sich weisen. Und er sagte dann zu den Menschen, Qama Muawiyah khatiban. Muawiyah ist aufgestanden und hat Folgendes gepredigt. Alles, was ist, es gibt nichts, außer dass wir die Grundform davon haben, die Khazain haben, den Schatz davon bei uns besitzen. Und wir lassen es nur in einem bestimmten Maß herab. Zum Beispiel die Versorgung. Die Grundform ist bei uns. Wenn wir es herablassen, dann nur in einer bestimmten Form. Er hat diesen Vers zitiert und gesagt, فَلِمَا نُلَامُ نَحْنُ. Warum werden wir dann getadelt? Die Wirtschaft ist schlecht, Bedürftige hungern. Allah subhanahu wa ta'ala hat es so vorhergesehen. Was tadelt ihr mich? Was wollt ihr von mir? Was kann ich dafür? Geht und beschwert euch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kam ein Schüler von Imam Ali alayhi salam, laut einigen Berichten, Al-Ahnaf bin Qais, und sagte, Ya Muawiyah, O Muawiyah, Inna wallah ma nalumuka ala ma fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Wir tadeln dich nicht wegen dem, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wa inna ma nalumuka ala ma anzal Allah subhanahu wa ta'ala alayna min khazainihi fa aghlaqta babaka alayhi. Wir tadeln dich dafür, was Allah herabgelassen hat und du in deiner Kammer versteckt hast und die Türen darauf geschlossen hast. Deswegen tadeln wir dich. Missbrauche nicht diese Ideologie und dem Determinismus, um deine eigenen Machtinteressen durchzusetzen. Versäckerter Muawiyah, dein Schwieg Muawiyah. So waren die Schüler von Imam Ali alayhi salam mit Ilm, mit Wissen und Ma'rifa, haben sie die Feinde zum Schweigen gebracht. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Ein weiterer Bericht, der sehr gut zeigt, wie sie versucht haben, diese Ideologie zu missbrauchen und zu etablieren, ist in dem Bericht, wo Imam al-Sajjad alayhi salam, Ubaydullah ibn Ziyad alayhi lana vorgeführt wird. So heißt es in dem Bericht,
Utiya bil Imam Sajjad alayhi salam marbuta. Imam Sajjad wurde gefesselt und den Amir vorgeführt, den Nicht-Amir besser gesagt. Faqala lahu, Ubaydullah hat sich gewundert, ein Ali ibn al-Hussein, wir wissen, dass Ali ibn al-Hussein getötet worden ist in Karbala. Wie konnte er überleben? Er sagte zu ihm, Alam yaqtul Allah subhanahu wa ta'ala, Ali ibn al-Hussein. Er sagte nicht, Alam yuqtal, Alam yaqtul Allah. Er sagt, wie Ali ibn al-Hussein lebt noch, hat Allah ihn nicht getötet? Um was zu sagen? Ich habe nichts gemacht, es ist vorherbestimmt. Es ist meine Schuld. Allah hat Imam Hussein getötet. Allah hat Imam Sajjad getötet. Schau, wie Imam Sajjad a.s. antwortet. Er sagte, Kana Achi. Ich hatte einen Bruder, mein Bruder war das, weil Imam Hussein hat seine ganzen Söhne Ali genannt. Ali al-Asghar, Ali al-Awsat, Ali al-Akbar. Und er sagte, wenn ich noch 200 Söhne hätte, ich hätte sie alle Ali genannt. Auf jeden Fall sagt er, mein Bruder Achi war das, den du getötet hast. Und er sagte, wa innama qatalahum nas. Nicht Allah hat ihn getötet. Es ist nicht vorherbestimmt. Es war der freie Wille der Menschen, der ihn getötet hat. Deswegen Ashura war nicht einfach nur politischer Natur. Es war ein Kampf um den richtigen Glauben, um den reinen Islam. Die Umayyaden wollten die Ideologie durchsetzen, dass alles vorherbestimmt ist und du nichts machen kannst und nur ein Zuschauer des Geschehens bist. Und egal, was der Hakim macht, der Regierende macht, du kannst nur schweigen und sagen, das ist von Allah vorherbestimmt. Das wollten sie durchsetzen. Und Imam al-Hussein a.s. und Imam al-Sajjad und die Ahlul Bayt haben dafür gekämpft, um den reinen Glauben beizubehalten, damit die heute sagen können, der Mensch hat einen freien Willen und Allah ist nicht so ungerecht, dass er die Leute zwingt und dafür dann auch noch bestraft. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Jetzt gibt es aber eine Frage, die sicherlich viele schon mal gefragt haben. Allah subhanahu wa ta'ala weiß doch alles. Er weiß doch, für was du dich entscheiden wirst. Er weiß, dass du morgen zur Schule gehen wirst oder zur Universität gehen wirst oder arbeiten wirst oder nicht arbeiten wirst. Er weiß, was du essen wirst, wie du schlafen wirst, wie lange. Er weiß alles. Wenn er doch alles weiß, heißt es nicht, dass bereits alles vorherbestimmt ist? Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass du morgen die Sitzungen besuchst, kannst du dann die Sitzungen nicht besuchen? Das heißt, er ist gezwungen. Und das ist eine Frage, die klingt erstmal schwer, ist aber sehr einfach. Die Antwort ist, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass du dich dafür frei entscheiden wirst. Nicht er weiß, dass du dazu gezwungen wirst. Er weiß, dass du frei entscheiden wirst, das zu machen. Und es gibt kein Talasum, es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Wissen einer Sache und dass die Person gezwungen ist. Das Wissen bedeutet nur, ich weiß darüber Bescheid, nicht ich zwinge ihn dazu. Beispiel, geben wir mal ein Beispiel. Wenn morgen jemand ankündigen würde, dass wenn wir zum Morgengebet alle erscheinen, kriegt jeder von uns wie viel? 1 Million Franken. Wir alle wissen, dass wir alle pünktlich sein werden, oder? Ich vielleicht der Erste von euch. Wir alle werden pünktlich sein und Morgengebet beten. Dieses Wissen, heißt es dann, dass wir alle gezwungen sind? Das bedeutet nicht, dass wir gezwungen sind. Wir wissen es. Das heißt nicht, dass die anderen gezwungen sind. Oder ein Vater kennt seinen Sohn, kennt seine Kinder und er weiß ganz genau, wenn Schokolade auf dem Tisch ist, er wird das essen. Ist das Kind deswegen gezwungen? Nein. Das zeigt, wenn schon bei den Menschen das Wissen keine Ursache ist und kein Zwang ist für die Handlung, dann bei Allah subhanahu wa ta'ala erst recht nicht. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Und deswegen als kurze Zusammenfassung. Der Schicksalsglaube in der Denkschule der Ahlul Bayt besagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Ereignisse unveränderbar bereits bestimmt hat, wie der Tod an sich. Viele Bestimmungen veränderbar bestimmt hat, bedingt an unseren Handlungen, bedingt an unseren freien Willen, wodurch wir unser eigenes Schicksal mitgestalten können, wodurch der Mensch frei in seiner Wahl ist und Allah ihm diese freie Wahl ermöglicht hat und er jederzeit und permanent von Allah subhanahu wa ta'ala diese Möglichkeit erhält. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.